und herzlich willkommen am fünften Tag der Light & Building 2012. Ich bin Julia Cech und ich mache mich heute mal auf die Suche nach jungen, kreativen Unternehmen hier auf der Messe. Jetzt geht's aber erstmal in die Halle 9.1, denn da ist die Werkstattstraße. Und was sich dahinter verbirgt, das zeigen wir Ihnen jetzt. Los geht's! Und Dominik sind auch extra angereist aus Oberstein in Rheinland-Pfalz für die Werkstattstraße. Azubis, Elektroniker in spe. Pascal, was hat dir hier am besten gefallen bisher? Ja, die meisten Stände hier sind mit Mitarbeitern, die sehr offen sind, kommen auf einen zu, erklären einem die neuen Sachen. Und es sind auch viele neue Sachen, die man hier entdecken kann für die Ausbildung, die nützlich sind. Zum Beispiel, was hast du schon gelernt? Neue Werkzeuge, wie man besser Sachen erreichen kann im Schaltschrank oder so, wo eben schwer zu erreichen sind mit anderen Werkzeugen, wo man dann gut machen kann, besser machen kann. Ich bin jetzt bei jemandem, der schon so ein bisschen Seltenheitswert hat hier in der Werkstattstraße, weil sie nämlich eine Frau ist. Julie, Auszubildende aus Hamburg. Hallo. Hallo. Ich habe gesehen, bei euch am Stand und an vielen anderen gibt es so einen Stempel und ein Stempelkissen. Wofür ist denn das überhaupt? Genau, das ist dafür da, es gibt 22 Stände hier mit diesen Stempeln. Und die Jugendlichen hier kriegen eine Karte, wo man eben sich die Stempel raufstempeln lassen kann. Und wer 10 Stempel zusammen hat, kann was gewinnen, zum Beispiel ein Laptop. Und wofür kriegt man so einen Stempel? Wenn man was getan hat dafür. Also bei uns am Stand wären das Gießharzgarnituren und Schrumpfschläuche. Du bist ja eine von echt wenigen Frauen hier in der Werkstattstraße. Wie ist denn das für dich? Interessant. Also die männlichen Jugendlichen kommen hierher und wollen sich beweisen von mir, weil es ja nicht sein kann, dass ich als Frau irgendwas besser wüsste oder besser könnte. Und das geht leider dann bei den meisten gnadenlos schief und ist natürlich dann sehr amüsant. Das glaube ich. Vielen herzlichen Dank, Julie, und viel Spaß noch. Danke, gleichfalls. Das sieht echt mal abgefahren aus. Was ist das? Das ist ein kinetisches Beleuchtungssystem. Das heißt, wir können mit Motoren, die oben hängen, diese Lichtelemente in der Höhe verfahren und wir können die Lichtfarbe ändern. Und dadurch können wir eben so bewegliche Oberflächen, Muster, Patterns und so weiter erzeugen. Und wofür ist das geeignet? Das ist geeignet für Festeinbauten, in Ausstellungen, Eingangsbereichen, Museen oder eben so, wie wir es jetzt hier hängen haben, für Messe, Event. Ja, sehr coole Idee. Vielen Dank. Diese interessante Leuchte hat Matthias Pinkert designt. Matthias, wie funktioniert die jetzt? Also die Leuchte funktioniert über eine Steuerung, über eine neue Lichtsteuerung, wo ich mir das Licht quasi über 4 Ringe ganz intuitiv wie einen Lichtvorhang quasi aufziehen kann, also wie den Vorhang vor dem Fenster. Und das ist eigentlich 1:1 hier umgesetzt. Durch das Öffnen der Ringe kann ich einfach mir das Licht da platzieren, in Größe und Lage ganz frei, variabel, mir im Prinzip an meinem Arbeitsplatz variieren. Nachdem wir jetzt schon ganz viele Leuchten aus dem Indoor-Bereich gesehen haben, sind wir jetzt im Freien bei den Public Places, eine Sonderschau in Zusammenarbeit mit der Hochschule Wismar. Es geht um Straßenbeleuchtung und das ist wirklich das Allermodernste. Da sind oben LEDs drin und dieses Ding bräuchte nicht mal unbedingt ein Kabel. Es speist sich durch die Solarzelle und falls die Sonne mal nicht scheint, ist oben auch noch ein Windrad dran. Das ist also Technik neuester Stand. Die Light & Building 2012 bietet jungen Designern die Möglichkeit, ihre frischen Ideen zu präsentieren. Und zwar mittendrin, hier in den Hallen, wo auch die großen, renommierten Hersteller ihre Produkte zeigen. Die Sonderschau nennt sich Young Design und die gucken wir uns jetzt mal an. Floriana Maike Oldag, junge Designerin kreativer Leuchten, steht neben mir. Was ich als allererstes mal sagen muss an deinem Stand, finde ich toll. Das steht, bitte vorsichtig berühren und nicht bitte nicht anfassen. Richtig. Also das Berühren ist mir ganz wichtig, denn das besondere Alleinstellungsmerkmal meiner Leuchten ist, dass es wirklich nur Furnier ist und nicht mit Plastik laminiert, geschützt in irgendeiner Form. Und ich möchte, dass der Besucher genau dieses Naturmaterial begreifen kann im wortwörtlichen Sinne. Das heißt, es handelt sich tatsächlich um Holz, ganz dünn geschnitten, sodass eben das Licht noch durchkommt. Wie dick ist das ungefähr? 0,6 mm und das ist in diesem Fall Eschenholz mit braunen Kernen.
Wie bist du jetzt hier auf die Messe Frankfurt gekommen? Ich habe bei der Messe Frankfurt mich beworben, habe erkundigt, was es bedarf, Aussteller zu werden. Da wurde ich gebeten, schöne Bilder einzuschicken von meinen Objekten, die ich gerne ausstellen möchte, habe das getan, habe dann am Ende des Tages eine schöne E-Mail im Briefkasten gehabt. Wenn ich gewisse Richtlinien erfüllen würde, könnte ich im Bereich Young Design ausstellen. Kostenlos? Kostenlos. Ein Young Designer ist jetzt neben mir, Patrick Günther aus Kopenhagen. Naja gut, eigentlich aus Detmold, aber Kopenhagen, wo du jetzt arbeitest, das klingt cooler, ne? Deutlich. Cocoon Lamp, wir stehen ja vor deiner Leuchte, die du entworfen hast. Was kannst du uns dazu erzählen? Also entstanden ist das Ganze komplett am Computer entworfen, digital designt. Es wird ein Datensatz exportiert an eine Maschine und das Ganze wird im 3D-Druckverfahren, so nennt sich das, schichtweise aufgebaut und ja, vollautomatisiert gefertigt. Ich habe jetzt ein bisschen das Gefühl, dass der Arbeitsprozess dich mehr fasziniert als das Design der Lampe selbst, oder? Ja, es ist natürlich die Kombination beider Dinge. Also die Möglichkeiten, die man durch die Fertigungstechnik hat, in Einklang zu bringen mit dem Design. Ja. Was für ein Material ist denn das jetzt genau? Das ist ein Photopolymer, das wird flüssig aufgetragen und härtet auf UV-Basis aus. Und dann ist es so stabil, dass man es auch anfassen kann, ohne dass es kaputt geht? Genau, genau, richtig. Welchem günstigen Umstand haben wir es denn jetzt zu verdanken, dass du hier in Frankfurt ausstellen darfst? Ich wurde eingeladen von der Messeleitung, hier dieses Exponat auszustellen. Kamen schon Anfragen, wollte es jemand kaufen? Ja, doch schon, aber der Preis ist natürlich immens aufgrund dieser neuen Technologien. Ja, daher ist also eine große Stückzahl wahrscheinlich nicht im Verkauf angedacht, sind eher Studien, Einzelobjekte, Kleinserien. Unikat immer teuer. Ja, ja, richtig, genau. Umso wertvoller. Vielen Dank, Patrick, viel Erfolg. Danke auch. Danke auch. Tag 5 der Light and Building 2012. Ein Tag, an dem wir wieder viele interessante Dinge erlebt haben. Tim, was wird dir so in Erinnerung bleiben? Wahrscheinlich sind das die jungen Designer, die mir mit so viel Herzblut ihre Produkte gezeigt haben. Und ich fand ja die Werkstattstraße toll, denn da wird man wieder so richtig angepackt. Ja, wir würden uns freuen, wenn wir Ihnen in Erinnerung bleiben. Denn auch morgen, am letzten Tag der Light and Building, sind wir wieder für Sie unterwegs. Bis dann!